Ein Geschichtenerzähler kam über den Hügel, eine Straußenfeder am Hut und sein roter Mantel wehte im Wind. Er klopfte an die Tür des ersten Hauses, zu dem er kam und sagte: »Hebt mir einen Bissen zu essen auf, ich werde euch eine Geschichte erzählen.« »Nein, danke, wir brauchen keine Geschichten«, sagte die Mutter. »Aber Mutter«, sagte Peter. »Zu spät. Die Tür ward dem Erzähler vor der Nase zugeschlagen.« Der Geschichtenerzähler ging zum nächsten Haus. Peter, der gern eine Geschichte gehört hätte, schlich in kurzem Abstand hinter ihm her. »Irgendeine Geschichte heute gefällig?« Auch Emily hätte gern eine Geschichte gehört, aber ihre Mutter sagte: »Danke, heute nicht.« »Irgendjemand möchte vielleicht einmal eine Geschichte hören«, dachte Emily. Sie schlüpfte aus der Tür und folgte Peter die Straße hinab. Der Geschichtenerzähler ging durch das ganze Dorf und klopfte an alle Haustüren, aber niemand gab ihm nur eine Kleinigkeit zu essen. Kein Erwachsener wollte seine Geschichten hören, nur die Kinder. Aus jedem Haus kamen sie, zu zweit oder zu dritt, und folgten ihm. Aber nicht zu nahe. Er war schließlich ein Fremder, und es war ihnen verboten worden, mit Fremden zu sprechen. Sie kamen gerade so nahe heran, dass sie hören konnten, ob jemand nach einer Geschichte verlangte oder nicht. Aber keiner tat es. Der Geschichtenerzähler stieß einen tiefen Seufzer aus. »Es sieht ganz so aus, als ob ich heute wieder Steinsuppe essen müsste«, sagte er so vor sich hin. Auf einer Dorfwiese baute er sich eine Feuerstelle mit trockenen Zweigen. Er zauberte unter seinem roten Mantel einen Kessel hervor, füllte ihn mit Wasser und hängte ihn zum Kochen über das Feuer. Dann begann er auf der Dorfwiese auf und ab zu gehen, die Augen auf den Boden gerichtet, als ob er etwas suchen würde. Und während er so ging, murmelte er vor sich hin, gerade laut genug, damit es die Kinder hören konnten: »Der ist zu groß. Und der viel zu klein, der hier zu klumpig, der kann es nicht sein. Der ist zu dunkel und dieser zu grau, aber jener dort drüben, ja, der passt genau. In seiner Hand hielt er einen großen, flachen Stein. Er blies den Staub weg, wusch ihn vorsichtig und legte ihn in den Kessel.« »Steinsuppe«, sagte der Geschichtenerzähler, »köstlich.« Er setzte sich auf den Boden und wartete, bis das Wasser kochte. Um ihn herum saßen die Kinder in einem Kreis, nicht zu nahe, denn er war ja immer noch ein Fremder. »Steinsuppe«, wunderten sie sich, »wer hat je gehört, dass man aus einem Stein Suppe machen konnte?« Bald köchelte das Wasser sprudelnd vor sich hin. Von irgendwoher unter seinem Mantel zog der Geschichtenerzähler nun einen Löffel hervor, er schöpfte damit etwas von dem kochenden Wasser, pustete, um es abzukühlen, und probierte es. Sagte er zu sich selbst, »das wird fein. Was fehlt, ist höchstens noch eine kleine Prise Salz.« Ohne ein Wort sprang Emily sofort auf, rannte nach Hause und kam mit einer Prise Salz zurück. Sie gab sie dem Geschichtenerzähler, der sie in den Kessel streute. Alle beobachteten ihn, als er die Suppe erneut probierte. »Viel besser«, entschied er. »Es würde allerdings noch
einmal so gut schmecken, wenn ich nur ein kleines Stückchen Fleisch hätte. Peter rannte los und holte ein Stück von dem aufgesparten Schinken aus der Speisekammer. Auch das wanderte in den Kessel. Und wieder probierte der Erzähler die Suppe. Steinsuppe, sagte er. Ich kann es kaum erwarten. Aber ein Stückchen Zwiebel würde noch einen entscheidenden Unterschied machen. Schneller als es hier erzählt ist, kochte auch schon die Zwiebel in dem Kessel. Der Geschichtenerzähler blieb immer noch sitzen. Jedes Mal, wenn er die Suppe versuchte, war sie fast fertig, aber noch nicht ganz. Es brauchte nur noch einen Hauch von Möhren, ein paar Erbsen, eine Tomate, eine Handvoll Gerste. Jedes Mal stürmten die Kinder davon, um das Fehlende zu holen. Alle wollten jetzt mithelfen, Steinsuppe zu kochen. Schließlich rührte der Geschichtenerzähler gut um und probierte ein letztes Mal. Steinsuppe, sagte er, köstlich. Es roch auch wirklich herrlich. Wer hätte je gedacht, dass Steinsuppe so gut schmecken würde? Der Geschichtenerzähler nahm den Kessel vom Feuer und blies, um die Suppe abzukühlen. Dann trank er sie aus, löffelte das Gemüse, das Fleisch und die Gerste, bis nichts mehr übrig war als der Stein. Er fischte ihn heraus und warf ihn weg. Den brauche ich nicht, sagte er, und habe ihn auch nie gebraucht. Dann nahm er seinen Federhut und verbeugte sich nach links und nach rechts. Gerecht ist gerecht, sagte er. Ich habe etwas zu essen erhalten und ihr habt dafür eine Geschichte erlebt. Was für eine Geschichte denn? Fragte Peter. Die Geschichte von der Steinsuppe, lächelte der Geschichtenerzähler und verschwand über den Hügel, während sein roter Mantel im Wind hinter ihm herwehte. Die Kinder aber rannten sofort nach Hause, um ihren Müttern zu erzählen, wie man Steinsuppe kocht. Habt ihr es euch gemerkt?